Auf närrisches Treiben folgt nach christlicher Tradition eine Zeit der Besinnung und Neuorientierung bis Ostern, die Fastenzeit. Die Reutlinger Citykirche hat sich für die 7 Wochen zwischen Aschermittwoch und Gründonnerstag etwas ganz Besonderes vorgenommen. Wir verbinden das jetzt mit dem Thema Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, um zu fragen, was ist denn ein gutes Leben in Einklang mit der Natur, in Einklang mit der Schöpfung? Die Aktion Klimafasten Online ist Teil einer landesweiten Fastenaktion, die den Klimaschutz in den Mittelpunkt stellt. In einer offenen Online-Gruppe gibt es spirituelle und fachliche Impulse zum Thema und die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit auszutauschen. Wir müssen schon überlegen, was ist denn ein Lebensstil, der auch zukunftsfähig ist, nachhaltig, wie man so sagt, sodass auch unsere Enkel und Enkelkinder und die nachfolgenden Generationen wirklich noch so eine wunderbare Erde haben, auf der sie gut leben können. Die Gruppe trifft sich vom 16. Februar bis zum 30. März immer von 19 bis 20 Uhr im digitalen Raum. Interessierte können sich noch bis Freitag, den 12. Februar, bei Citykirchenpfarrerin Cornelia Eberle anmelden. Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.klimafasten.de.